Moin Leute, wir von Continental sind heute hier zu Gast beim 30. IAM Branchenforum von Mr. ATZ in Dortmund. Hier treffen sich die Experten des freien Ersatzteilmarktes, die großen Hersteller, die wichtigsten Händler und natürlich die Profis aus der Werkstatt. Mit Continental Watch & Work seid ihr natürlich live dabei. Ich nehme euch mit, wir gucken uns das Ganze an, jetzt. Das 30. Mal IAM Branchenforum. Wie oft wart ihr jetzt schon hier? Dieses Jahr zum ersten Mal. Also bei uns ist es das erste Mal, bei mir ist es. Schätzungsweise 8-mal. Über 20 Jahre kommen wir jetzt hierher. Jetzt positiver Eindruck für mich. Die Veranstaltung, an der ich jetzt teilgenommen habe, war sehr interessant. Ja. Aber durch diese Workshops sind wir heute auch einen Tag früher angereist, weil wir das mitnehmen wollten. Ja. Ah, okay. Wie läuft die Veranstaltung bisher? Also bisher bin ich sehr zufrieden, war jetzt im ersten Workshop schon drin. Wir haben jetzt gerade den Workshop Turbolader besucht, okay. Und der war super informativ. Die Zeit war leider zu wenig, also man hätte ja darüber viel mehr erzählen können. Aber das, was der uns erzählt hat und wie er das uns wiedergegeben hat, war super informativ, war ein super Workshop. Also ich bin das erste Mal dabei, finde es aber sehr interessant. Und für die Zukunft, was denkst du so, der Aftermarket, siehst du das eher gut, schlecht? Es wird interessant. Aber die Werkstatt, die freie Werkstatt, ist ja schon vor 30 Jahren totgeschrieben worden und es geht immer noch weiter. Und von daher denke ich schon, dass es auch weitergehen wird. Aber es wird alles, es wird schwieriger. Ich verkaufe die Autos und er macht das Werkstattgeschäft. Ah, das ist natürlich eine sehr gute Arbeitsteilung. Genau. Freier Ersatzteilmarkt, es gibt ja viele Anbieter. Wo sehen Sie da die Vor- und Nachteile, Qualität, keine Qualität? Es gibt ja alles in dem Becken. Ja, also ich habe den Anspruch, dass ich meine Kunden so bediene, wie ich gern bedient werden möchte. Das ist sicherlich gut. Also ich baue auch viele Produkte von Ihrer Firma ein. Das wollte ich doch nur hören. Ja, ja, klar. Also nicht alles, was günstig ist, ist immer gut. Ja. Man kann auch wirklich, also ich sage mal, ich setze eher auf Qualität statt auf den Preis. Also wer gute Arbeit möchte, muss auch einen Preis bezahlen. Ne? Hallo Herr Dünnwald. Die Frage ist, sind Sie eigentlich komplett oberflächlich? Wow. Also ich habe jetzt heute schon viele Gespräche gehabt hier, aber ehrlich gesagt, so hat mich noch keiner begrüßt. Ja, ja, es ist ja auch nichts Persönliches. Es war nur die Frage, bei Ihnen dreht sich ja sehr viel um Lack, Karosserietechnik und so weiter. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen weiter einsteigen. Ja, also ich meine, wir haben seit August letzten Jahres ein neues Fachmagazin im Bereich Lack und Karosserie und es ist einfach auch so, dass es nicht mehr so klar zu trennen ist. Die Betriebe sind nicht nur zu Hause im Bereich der Fahrzeugmechanik oder der Fahrzeugelektronik, sondern die haben natürlich mittlerweile auch Themenfelder im Bereich der Karosserie, im Bereich des Lacks. Und gerade hier sind sehr, sehr viele Betriebe aktiv, die sich auch weiterentwickeln können und gerade das dann für sich als Aufgabe sehen. Was ist der Mehrwert für Ihre Leser damit? Ja, also ist natürlich so, dass wir die Betriebe mit abholen und mit den Problemen, die diese Betriebe haben, sei es eine Serviceleistung, Dienstleistung, wo bekomme ich welche Teile her, wie regle ich meine eigene Nachfolge. Und wie profitieren Sie davon? Ja, also ich, also ein richtig profitieren davon kann man, glaube ich, gar nicht sagen, sondern es ist eher so, dass es mit diesen Themen, die die Betriebe haben und die Themen, die wir auch natürlich im Fachmagazin abbilden, ja auch ganz eng an diese Betriebe heranwachsen. Also wir hören natürlich direkt da, wo es entsteht und genau da, wo die Probleme drücken, hören wir von den Betrieben live und kümmern uns um dieses Thema. Das heißt, wir binden den Betrieb ein, wir lernen selber dazu und bilden dann natürlich in der Multiplikation für die anderen Betriebe diese Themen mit ab. In den Vorträgen hier bei dem Branchenforum ist der Blick da ganz klar in die Zukunft gerichtet. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie sehen Sie die Zukunft? Die Zukunft. Also es gibt eine ganze Menge Tagungen, die skizzieren Szenarien für das Jahr 2020, 2030, 2040 und weiter. Jetzt sind wir im Jahr 2020. Die Herausforderungen für die Betriebe werden nicht einfacher. Und es ist ganz klar, keiner hat den Stein der Weisen da erfunden und weiß ganz genau, wie sieht es 2030 aus. Dafür sind einfach viel zu viele Marktgesetze gerade irgendwo auch in Bewegung. Wenn man das Thema der Mitarbeiter anschaut, wenn man das Thema der Nachfolge anschaut, wenn man das Thema Digitalisierung, Elektrifizierung, also das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie divers diese Herausforderungen sind.
Und im Großen und Ganzen muss man sagen, die Unternehmen, die sich auf diesen Tagungen weiterbilden, die zu diesen Veranstaltungen gehen, die machen ja schon mal was, weil sie aktiv sind. Ja, und mit den Herausforderungen, die da kommen, werden die Betriebe sicherlich immer wieder vor neue Einschätzungen, neue Dinge, die sie auch in den Unternehmen umsetzen müssen, mit konfrontiert. Aber naja, wir begleiten sie, wir sind eng dran und sind uns sicher, auch für die Zukunft ein starker Partner an der Seite zu sein. Und das ist das Ziel und das wird 2030 der Fall sein. Und ich bin 38 Jahre, auch 2040 wird das noch der Fall sein. Vielen Dank und weiterhin noch eine tolle Veranstaltung. Wer bist du eigentlich? Ganz ruhig. Kfz-Technik, Sebastian Fries. Also ich bin Gerstner Stefan. Ich komme vom Autohaus Gloss aus Groß am Rode aus der Mitte Deutschlands. Autoandil. Ich bin die Simone vom Autohaus Richter in Hartheim. Mein Name ist Dieter. Wir sind von Kevins Werkstatt, das ist meine Lebensgefährtin Saskia und ich bin der Kevin. Das war Tag 1 vom IAM Branchen Forum 2020. Ich bin schon auf morgen gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder zu. Wir sehen uns.